Kennst du das, dass du das Gefühl hast, um dich herum fackelt es? Es brennt? Das ist wie ein Feuer, was irgendwelche Dinge, die dir vielleicht lieb geworden sind, verzehrt. Dinge kommen zum Ende, Sachen sind auf einmal vorbei. Es ist wie wenn das Feuer sie verzehrt. Und vielleicht hast du den Eindruck, du stehst auf verbrannter Erde. In der Regel interpretieren wir so etwas, wenn uns das geschieht, als sehr negativ, sehr problematisch. Wir klagen darüber. Aber ist das wirklich so? Feuer hat natürlich auch den Vorteil, dass es wieder Platz schafft, dass es alten Ballast verbrennt, dass es reinigt. Ich habe etwas gehört von den Mammutbäumen, die an dem Westhängen der Rocky Mountains wachsen. Das sind die größten Bäume der Welt und die schwersten. Man hat ausgerechnet, da gibt es einen Baum, den General Sherman Tree, der etwa 2500 Tonnen wiegt. Er ist 84 Meter hoch und man schätzt etwa 2200 Jahre alt. Er ist nicht der höchste Baum der Erde, da gibt es noch höhere, aber der volumenreichste. Das Interessante ist, dass in den Gegenden, wo diese gewaltigen Bäume wachsen, es sehr, sehr häufig verheerende Waldbrände gibt. Und weißt du, was das Interessante ist? Die Bäume brauchen das Feuer. Die Bäume sind resistent gegen alles. Die haben keine natürlichen Feinde, noch nicht mal Insekten. Und auch das Feuer kann ihnen nicht schaden. Es ist so, wenn die Waldbrände kommen, dann verzehren die Waldbrände das Moos und die kleinen Pflanzen, die da sind, und vor allen Dingen die dicke Nadelschicht, die auf dem Boden liegt. Das wird alles weggebrannt. Und es schafft auch Luft und Licht, da entstehen kleine Lichtungen und so weiter. Und dann, nach dem Feuer, also dem Baum selbst kann es nichts anhaben, der hat eine dicke Rinde, so eine schwammige Rinde, die fast wie so ein Schutzmantel um ihn herum ist. Also das Feuer kommt nicht bis an den Stammrahmen. Die Rinde ist bis zu 60 cm dick. So, und dann, wenn dann verbrannte Erde ist, dann fallen die Samen auf den Boden. Und die keimen auf der verbrannten Erde. Manche Bäume brauchen sogar die Hitze, damit die Kapseln, diese Zapfen sich überhaupt öffnen. Die öffnen sich nicht ohne diese Hitze. Und dann keimen die auf der verbrannten Erde. Und da ist dann genug Licht und Luft, damit sie wirklich aufgehen können. Wenn die auf das Nadelbett gefallen wären, da hätten sie überhaupt keinen Nährboden gehabt, da wären sie vergammelt. Interessant, nicht wahr? Der Fortbestand der Bäume ist darauf angelegt, dass es dieses Feuer gibt. Feuer kann etwas sehr Gutes sein. Das Alte wird weggebrannt. Es gibt Platz für etwas Neues. Und vielleicht gilt das genauso in deinem Leben, dass Gott durch die Hitze, die um dich herum ist, durch diese Bedrängnis, durch diese Schwierigkeiten, dadurch, dass Dinge zum Ende kommen, etwas Neues in deinem Leben tun will. Vielleicht möchte er etwas Neues aufkeimen lassen, was neu Licht und Luft braucht. Petrus schreibt uns: Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Er sagt, die Hitze, die dir begegnet, ist nichts Seltsames. Das ist etwas, was dazugehört. Sieh das, was in deinem Leben vielleicht gerade so fackelt, nicht unbedingt als negativ an, sondern lass dir vom Herrn den Blick dafür öffnen, was er vielleicht gerade Neues für dich tun will. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.